Servus ihr Lieben, Patrick hier wieder und in diesem Video geht's darum, wie du es schaffst, deine Gedanken zu kontrollieren. Viel Spaß dabei. Servus ihr Lieben, Patrick hier wieder und in diesem Video habe ich ein ganz besonderes Thema für dich. Es geht um eins der größten Themen, die es meiner Meinung nach überhaupt gibt im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung und oder Spiritualität. Und zwar geht es um unsere Gedanken und wie du es schaffst zu lernen, deine Gedanken zu kontrollieren. Ich hatte letztens ein unglaublich interessantes Gespräch und das hat mir persönlich auch sehr geholfen, weil ich sehr schönes Feedback bekommen habe, um sehen zu können, wo die Person steht. Und da ist mir Folgendes aufgefallen. Ich würde dieses Video gerne dafür nutzen, um ein Bewusstsein zu schaffen dafür, was hier oben passiert. Denn ich glaube, die meisten Menschen gehen durch den Alltag und sind sich nicht bewusst darüber, was sie denken. Sie haben halt Gedanken im Kopf, irgendeine Stimme, irgendwie Gedanken faktisch, Bewertungen und ähnliches. Und sie glauben, das sind halt sie. Ne? Das bin halt ich. Das denke ich halt. So bin ich halt. Das ist halt so. Und die meisten Menschen glauben nicht, dass sie etwas daran verändern können und glauben, dass wenn es ihnen scheiße geht, dass die Sachen daran schuld sind, die ihr Kopf ihnen sagt. Beispielsweise ihr Chef, beispielsweise der Partner, beispielsweise der Assi im Straßenverkehr oder irgendwie sowas. Der Punkt ist folgendes. Ich glaube, einer der elementarsten und vor allem ersten Schritte ist es zu erkennen, dass du selbst als Mensch mehr bist als deine Gedanken. Du bist mehr als deine Gedanken. Du bist nicht deine Gedanken. Was du bist, ist die Instanz dahinter. Denn in den Momenten, und auch wenn sie bisher nur in wenigen Augenblicken vorkamen, beispielsweise wenn man aufs offene Meer geguckt hat oder wenn man sich nachts mal die Sterne ansieht und draußen ist, in den Momenten, wo man nicht denkt, ist man ja trotzdem Mensch, man ist ja trotzdem da. In dem Moment, wo man denkt, aber nicht fühlt dafür, ist man genauso Mensch. Man ist ja trotzdem da. So, und du bist mehr als deine Gedanken und du bist in der Essenz nicht deine Gedanken. Du bist derjenige, das ist der erste Step, der deine Gedanken beobachten kann. Denn solange du denkst, ja, ich bin furchtbar, ich bin gut oder das ist grauenvoll und so weiter und du glaubst, das bist du abhängig von den Sachen, die du denkst. Die Gedanken, die einfach hier oben sind, bestimmen die Richtung, in die du denkst und vor allem auch, wie du fühlst. Denn wenn du scheiße denkst, dann fühlst du dich auch scheiße. Aber solange wie du deine Gedanken nicht kontrollieren kannst, bist du denen hilflos ausgeliefert. Und wenn du scheiße denkst und dich dann scheiße fühlst, dann hast du einen scheiß Tag. Wie scheiße ist das denn? Du bist ja komplett abhängig von dem, was hier oben passiert. Und das ist ja scheinbar willkürlich. Erst in dem Moment, wenn du erkennst, dass du nicht diese Gedanken bist, beziehungsweise dass du mehr bist als diese Gedanken, entsteht ein Raum zwischen dir selbst, dem Bewusstsein, deinem Beobachter und deinen Gedanken. Du merkst, dass du mehr bist als deine Gedanken und dass du dir eigentlich der Herr deiner Gedanken bist. Du bist der Auftraggeber deiner Gedanken. Du kannst deine Gedanken bzw. deinen Verstand für dich nutzen, aber du bist nicht abhängig von ihm. Der Verstand oder deine Gedanken sind nicht dein Diener, die dir vorgeben, was du zu denken hast und wie du dich zu fühlen hast. Diese Erkenntnis macht einen enormen Unterschied in Bezug auf das Leben. Denn in der Meditation beispielsweise würde man sagen, du bist der Himmel und deine Gedanken sind beispielsweise die Wolken. Dem Himmel ist egal, ob Wolken da sind oder nicht. Dem Himmel ist egal, ob Sonne scheint oder es regnet. Der Himmel ist einfach da. Und die Wolken, die ziehen einfach dran vorbei. Ah, oh, da ist eine dunkle Wolke. Ah, oh, da ist eine helle Wolke. Und genauso kann das bei dir sein im Alltag.
Du bist der Beobachter. Ah, da ist ein blöder Gedanke. Ah, okay. Ja, da war ich aber wieder sarkastisch. Und oh, da fühlt sich aber etwas in mir traurig. Oder oh, da hat aber etwas in mir reagiert und wird leicht wütend. Aber all das bist nicht du. Denn das Quälende an unseren Gedanken sind oftmals nicht die Gedanken selbst, denn die kommen und vergehen. Genauso wie Gefühle. Das Quälende sind nicht die Gefühle selbst. Gefühle tun nur weh, wenn man sie nicht auslebt. Gefühle kommen, traurig, zack, glücklich, zack, die kommen und gehen. Problematisch sind nicht die Gefühle oder die Gedanken, sondern das Festhalten an denen. Und ich möchte ein Beispiel nennen. Stell dir vor, deine Freundin hat mit dir Schluss gemacht. Und jetzt kommt dir der Gedanke, was ist, wenn sie was mit einem anderen hat? Und der Gedanke führt dich natürlich ins Leid. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Der Gedanke kommt und, ah, okay, ah, blöder Gedanke. Oder, ah, interessanter Gedanke. Und der Gedanke geht weg. Vorüber. Die andere Möglichkeit ist, und das ist das, was ich im Alltag erlebe, der Gedanke kommt, was ist, wenn sie was mit dem anderen hätte? Und dann krallt man sich an dem Gedanken fest und füttert ihn. Oh, fuck, wenn sie was mit einem anderen hätte, das wäre ja furchtbar. Und vielleicht ist der ja sogar besser im Bett oder vielleicht findet sie den anderen dann auch noch viel besser. Und vielleicht werden die genauso schöne Momente hatten, wie ich das mit dieser Person hatte. Oder vielleicht werden die Momente sogar noch viel schöner. Vielleicht verliebt sie sich in diesen Mann. Und was passiert dann? Dann werde ich sie nie wiederbekommen. Und vielleicht heiraten die. Oh mein Gott, wie furchtbar und so weiter. Und zack. Es beginnt eine Negativspirale, nicht aufgrund des Gedankens des Ursprünglichen, der einen eingefallen ist. Achtung, wortwörtlich, eingefallen ist. Man musste aktiv nichts dafür tun. Du kreierst nicht, was du als nächstes denkst, wenn du es nicht bewusst machst, sondern manche Gedanken fallen dir wortwörtlich ein. Passiv, kommen einfach. Das ist auch vollkommen legitim, solange du der Beobachter bist. Und es wird kritisch, wenn du beginnst, an diesen Gedanken oder an diesen Gefühlen festzuhalten. Denn dann greifst du ein in die Natur. Die Natur ist ein permanenter Fluss. Festhalten und loslassen ist nur hier oben. In der Natur geht es immer weiter. Wenn der Gedanke kam, ja, okay, du bist der Himmel, da war die Wolke. Es interessiert dich nicht. Es ist ein Gedanke, der kam. Leid entsteht dann, wenn du dich festkrallst an den Gefühlen oder an den Gedanken, die du nicht haben willst. Und das ist der Moment, wo dein Verstand oder deine Gedanken von deinem Diener zu deinem Herr werden und dir diktieren, wie scheiße du dich zu fühlen hast. Wenn du es nicht schaffst, dieses Bewusstsein dafür zu erzeugen, dass du nicht deine Gedanken bist, sondern viel mehr als das. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal und schreib mir gerne deine Fragen in die Kommentare. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und eine schöne Woche. Mach es gut, bis dahin, adios.